Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier beim wunderschönen Sonnenaufgang bei Daisy. Sinnlos im Wasteland. Sinnlos im Wasteland, genau. Der Mene ist mit dabei und der Brilli. Grüß euch. Moin. 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 So, hier draußen liegt noch Munition rum, wo wir gerade gefightet haben, und ich geh jetzt mal los. So, ich habe mir übrigens gerade die 21 Schuss, die wir noch dabei hatten, mitgenommen, ja? Von der 7,62, wie auch immer. Okay. Okay. Okay, dann musst du. Ich habe dann jetzt nur noch Pfeile. Ich habe dann jetzt nichts anderes mehr. Ne, ich habe auch noch. Also, ich habe Bolzen dabei. So, wo wollen wir hin? Bitte ja, in meine Richtung. Wo bist du denn? Hier. Oben. Da, wo unser altes Haus mal war. Ah, ja. Da gegenüber vom Fluss, meine ich, waren viele, viele Vorkommen verschiedenster Sorte. Wer pflanzt denn hier so viele Bäume aber wir hin, brauchen, ey, welcher Moment? Im Moment bräuchten wir doch auch hauptsächlich Kohle. Und Kohle gibt es auch als Vorkommen. Leute, wie sieht, was habt ihr eigentlich für eine Ausdauer? Wie voll ist denn euer Balken da unten? 109. Ja, 110. 100, ja, aber wie viel ist der Balken 80. Wird blau und dann habt ihr ja so einen grauen Strich. Ja, 80. Das würdest du sagen 75%. Ja, okay. Wieso ist mir jetzt warm, ey? Leute, geh mir doch nicht hier am Sackspiel. Weil du immer gekleidet bist hier wie so ein Bärber. Also noch mal ganz kurz zur Erinnerung. Wenn ihr irgendwo abgebranntes Feuer seht, Lagerfeuer, Kaminfeuer oder irgendwas, abbauen bitte, weil da gibt es Kohle. Und Kohle brauchen wir für Schießpulver. Ja, das haben wir jetzt mitgekriegt, dass wir Kohle brauchen. Möchtest du das vielleicht noch mal erwähnen? Brauchen wir eigentlich Kohle? Ich wollte dir nur sagen, wo du es herbekommst. Ach, daher. Hier war doch irgendwo Eisen. Ja, hier ist überall irgendwas. Bin hier irgendwann mal lang gegangen und da war ja. Viele Vorkommen verschiedenster Sorte. Er spricht. Da. Was ist denn mit Blei? Ja, klar. Geschossspitzen. Nötigen Blei. Ja, und ich, glaube ich, ne? Schrot. Naja, jeder der schießt, genau. Braucht sowas. Ja, genau. Also für das Schrot brauchst du Blei für diese Donnerbüchsenmunition. Blub, blub, blub. Dann bauen wir da mal hier ein bisschen Blei ab. Das hier? Ich glaube, es ist auch Blei. Ich komme mal zu euch. Ich habe sonst Angst hier so alleine. Ja, hier ist auch ein Bleivorkommen. Denke mal dran, unter dem oberirdischen Vorkommen weiß. Und so weiter. Ne? Oh Gott, jede Folge sagt er das mindestens einmal. Ey. Wir sind bei Folge 20. Ich weiß es mittlerweile. Ja, wirklich? Weißt du es? Brauchen wir nicht immer noch Kohle oder hat sich das mittlerweile normalisiert? das ist schön hier mit denen. Das sieht weißt du, nächste Folge heißt dann, ey, das hättest du ja mal sagen können. Echt mal, ey, Mene, sag doch mal, dass wir Kohle brauchen. Sag doch mal, dass unter diesen Teilen da noch eine Ader meistens ist. Kann man das nicht merken. Ja, die Spitzhacke sieht schon irgendwie ziemlich krude aus, irgendwie, aber sie tut ihren Dienst. Ja, man kann ja dann, wir können ja auch Stahl herstellen und die nächst bessere. Aber was machst du hier? Blei oder was? Auch Blei. Okay. Du bist durstig, trink was. Halt's mal! Oh, ich auch. Da ist was kaputt gegangen bei dir, wa? Rilli. Nee. Ne? Nur ein Stein. Okay. Weil das so hier scheppert hat. Also kriegt man Kohle wirklich nur aus diesen. Es gibt auch Kohlevorkommen, aber die gibt's halt nicht überall. Also die gibt's halt nur in bestimmten Biomen, soweit ich weiß. Oder zumindestens. Vielleicht in dem Feuerbiom? Ja, in diesem komischen Wasteland halt. Ja. Das wäre ja. Waren wir ja auch schon. Nicht in diesem, was so gelblich, wüstenmäßig ist, sondern eher was so schwarz-braun ist. Und das ist, ich weiß zufällig, wo das ist, weil da bin ich durchgegangen vor der ersten Folge, als wir uns getroffen haben. Na, da waren wir doch aber schon mal, oder? Wo wir doch bei dem Händler waren. Nee. Doch, das könnte das sogar gewesen sein. Es war überall alles verbrannt. Willst du mir sagen, da ist keine Kohle oder was? Doch, genau, das müsste es gewesen sein. Kann man das Eisen denn hier irgendwie abbauen? Hallo? Guten Tag. Oh, Blei. Was willst du mir sagen, Blei? Macht jetzt Alter, gar keinen Lärm. Das ist ein riesiges Bleivorkommen. Ich bin hier, glaube ich, schon richtig unter Tage. Also ich nehme mir hier gerade nochmal diesen Turm vor, den wir doch hier mal gefunden haben. Diesen Sendeturm, erinnert ihr euch? Ja, aber ich glaube, da kannst du dir einen Ast. Ja, ja.
Also ich bin jetzt, der hat eine so eine Konstruktionsding hat 1000 Hitpoints und gibt 14 Eisen. Hermene, was brauchen wir, um das zu reparieren? Ein Reparaturkit. Okay. Beton. Ah, es dauert schon lange. Gute, verdammt. Alter, da sind jetzt nur 2 Stück rausgekommen. Willst du mich verarschen? Blute. Was machst du? Du blutest. Ja. Das ist nicht gut. Ich habe auch ausnahmsweise mal keinen Verband mit dir, Stepp. Warte, ich habe welche. Nee, ich bin jetzt schon auf dem Weg in dieses Wasteland. Ach so? Okay. Ich weiß nicht, ob ich auf dem Weg dahin bin, aber ich glaube, das war grob in diese Richtung. Ah, Plastikteile. Erinnert mich so an Raft. Das könnten wir auch mal wieder machen. Raft? Mhm. Ja, das nach dem großen Update ist es schon recht interessant geworden. Nach dem riesen Update? Mal alleine so ein bisschen für mich gespielt. Ja, jetzt geht's ja im Endeffekt wieder alles. Das ist so dumm. Was? Weiß jedes überhaupt Mal nicht. Spielt er halt die Spiele vorher, um sie dann zu Let's Playen, ey. Das verstehe ich einfach nicht. Das geht mir nicht in mein Hirn. Ja, oh, da ist Vogelnest. So ist das. Das ist aber mal ein stabiles Vogelnest mit 100 Punkten hier. Pass auf, dass die Vogelmutter nicht kommt. Ja, ja. Geht ja will. Boah, jetzt muss ich mich hier rausgraben, ey. Oh, ich hab Hunger. So, jetzt sind wir geliefert. Das ist jetzt richtig scheiße. Soll ich dir entgegengraben? Ich komme hier nicht raus, ganz ehrlich. Warte, ich helfe dir. Wo ich habe mich keinen Zentimeter nach oben bewegt. Alter, hast du aus Minecraft nichts gelernt, oder was? Ja, es funktioniert nicht wie in Minecraft. So, jetzt bin ich ein Stück weiter oben. Tara auch. Au! Moin, danke. Alter. Bin ich wieder am Bluten wie so ein Schwein. Wo bist du denn jetzt lang gegangen? Lass mal hier weitergehen, oder? Der Mene ist schon gut weg. Der ist 200 Meter weg. Ja, keine Ahnung. Weg. Der spielt ja auch alleine. Ja, Mene, wir haben da? Doch gesagt, wir gehen in dieses komische verbrannte Gebiet. Das war übrigens unten, oder bist du gerade? Ich bin gerade auf dem Weg dahin. Also ja, laut Karte bin ich auf dem richtigen Weg. Nee, das ist genau einfach im Süden. Ja, und wo gehe ich gerade hin? In Südosten. Nein. Ich bin nur über die Brücke gegangen. Deswegen sieht es vielleicht etwas östlich von dir aus. Wie, wo bist du? Ey, hinter mir? Ja, ja. Mehr oder weniger. Wir können auch, ich habe in 800 Metern hier eine Aufgabe, den Schatz zu suchen. Das können wir auch machen. Okay. Ah, Vogelnest. In welche Richtung ist das? Moment. Was ist das? Wolf oder ein Schaf? Ah, das ist aber weit. Kann ich das nicht einfach so essen, das scheiß Ei? Ich habe auch noch Maiskolben, wenn du noch Maiskolben. Ja, ich hab nämlich hier schon komplett Darmzotten auf Grund und so. Ja, dann komm her. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Wo bist du? 55 Meter entfernt. Da, hier liegen sie. Oh, hier ist eine alte Kirche. Wo? Wo hier. Bist du denn? Ach, hier. Da. Dankeschön. So. Ja, dann lass mal da weiter in die Richtung geradeaus. Da ist noch irgendwann ein Haus da hinter dem Hügel. Und Zombies. Nehmen wir mit. Ja. Hundefutter. Warte mal, da ist Eisen. Wir sind gerade an Eisen vorbeigerannt. Ui, tatsächlich. Spitzhacke raus. Au! Hotding. Ja. Es ist nämlich immer noch ein Vorkommen da drunter, musst du wissen. Okay. Ja, ja.
Drecksäcke seid ihr. Dreckige Drecksäcke seid ihr. Ach, Mene. Geht noch weiter. Das ist nicht viel, aber es läppert sich. Ex-Vogel. Also hier irgendwie diese Grabetextur sieht ein bisschen komisch aus, wa? Ja. Au! Vorsicht! Das macht aber keinen Sinn, zu zweit an so einem Loch zu dödeln. Da haut man sich selber nur kaputt. Hm. Da hinten kommt ein Hauszwiebel. Jo. Und da ist ganz viel Mais. Oh, hier ist Mais, ganz viel Mais. Ist nicht schlecht. Was denn hier? Ist das Kohle? Das ist Kohle! Er ist immer ein Lacker, ey, echt. Echt, ey. Ich renne hier stundenlang durchs Nichts und finde nichts. Und er dreht sich einmal um und sagt, oh, Diamanten. Ja. Genau. Tatsächlich sogar ein Vorkommen. Ja. Also, aber, ey, geil. Komm, ich mach mit. Au! Oh Mann, ey, du haust mich immer. Warum denn? Ich mach mit, ja, dann mach's allein. Oh, man kann nur allein an so einem Ding. Billy, komm mal her. Komm Was mal her. Denn? Hast du das gesehen? Was? Guck mal, hier hinten durch diese, bei diesen, zwischen dem Hügel hinter dir. Hinter, guck da mal durch, da steht auf dem Berg oben so eine Burg. Das sieht ja mal geil aus. Au! Entschuldigung. Oh. Oh mein Gott. Entschuldigung. Das war jetzt keiner. Mene, das sieht geil aus, da müssen wir mal hin. Aber, ich glaube, da ist uns zu kalt. Ach du, siehst du dir mal was Warmes an? Ich ernte mal hier den Mais. Ja, mach mal. Da muss Mutti uns einen Schal mitgeben. Nur die Grünen geben Maiskolben, ne? Jo. Oh, muss ich das mit irgendwas anderem ernten am besten? Nö, ich habe das mit der Axt immer gemacht. Also mit der Steinaxt immer weggeknallt. Über mir kreist schon wieder so ein Vogel. Ich will hier nicht. Mais. Kacke. Oh, was ist das denn? Ah, Bauplan Kunststoffsehne-Mod habe ich hier bekommen. Also gefunden. Kunststoffsehne, was? Kunststoffsehne. Die Kohlemine leer schon? Ja. Quatsch, so schnell, das glaube ich nicht. Ja, manchmal musst du auch ein bisschen Erde wegschaufeln, damit du den siehst, wo es weitergeht. Ne? Wo war die denn? Eigentlich ist man an so einem Vorkommen locker 5 bis 10 Minuten beschäftigt. Was? Da finde ich das jetzt hier nicht mehr, das Loch, oder was? Kann nicht so weit da weg gewesen sein. Weil ich sage euch, ich mache ja, unsere Nahrungsversorgung ist einfach gerettet. Hast du so viel Mais gefunden, oder was? So 22 Kolben. Cool. Oh, ein Gegner, hallo. Möchtest du Bekanntschaft mit meiner Rosberta machen? Das ist sehr schön. Jetzt hörst du wieder warum. Was, du bist noch nicht tot? Alter! Hat er zwei Schrotkugeln gefressen oder was? Okay. Vier. Was ist denn das für ein Gegner? Arschloch. Also Kinder, hier gibt's keine Eisen. Kohle mehr. Das gibt's doch. Dann ernte das Feld mal weiter. Ich schaufel hier. Every day I'm shuffling. Ich hol hier noch ein bisschen Eisen. Ah, hier, da. Mei. Denn Eisen ist so wichtig wie zum Atmen der Sauerstoff. Schnippididu. Was ein Schiff. Oh, da war ein Reh. Da ist ein Reh. Ein Reh? Ja, lass mich. Michee. Lass mich. Du machst nämlich gleich wieder Gulasch raus. Der Schrotwind ist auch, glaube ich, ja eben. Jawohl, schön daneben. Hau ab da, Mann. Wo war denn die Kugel? Zeig mal her. Alter, was ist denn das für ein Reh? Du triffst ja noch nicht mal annähernd. Ui, willst du mich verarschen, Viech? Klar, das blutet doch. Weil du den Abzug so oft ziehen musst. Warum rückelt denn das Spiel heute so? Ja, natürlich, das Spiel ist schuld. Nein, das ruckelt heute wirklich. Dafür Reparaturkits herstellen, ne?
Jetzt! Jetzt sonst hast du es. Bringt das Ganze hier nichts. Was brauchen wir dafür? Ein Knochenmesser brauchen wir dafür, oder? Ja, hab ich. Ja, dann mach du mal, ich hab nämlich gerade keins. Waren jetzt so 16 Schuss gefühlt auf das Vieh. Das war lecker, das Eisen. Ja, das Eisen. War lecker. So, zeig mal, wo war denn die Kohle? Wenn ich da jetzt noch was finde, zeig mal Zwiebel. Ja, Moment. Denn? Warum hast du eigentlich deine Taschenlampe an? Ach so, huch. Ah, deswegen ist es so hell. Ah, klar. Hier hinten, bei dem netten Herrn. Aha. Ein bisschen Mais. Ah, hat er mich schon wieder getroffen. Das ist kein Scheiß. Ein bisschen Mais. Alter, ich schieß heute aber echt nicht gut. Ich ess hier in aller Ruhe, während ihr da fightet. Jetzt hast du den Kopf getroffen. Das sah so aus. So, guck her. Da. Hast du denn unser schönes Schloss schon gefunden? Das Chalet Zwiebel. Da gehen wir jetzt mal hin, würde ich sagen, das oder? Ja, das sehe ich da oben auf dem Berg. Sieht toll aus, ne? Ja. So, und hier Chalet war... Chalet Zwiebel, leck mich. Hier war... Hier. Oh, ich habe wieder eine Schatzkarte und Kleber gefunden. Also ich hab, Werkzeug muss repariert werden. Ich habe 142 Kohle daraus geholt. So schlecht war das nicht. Doch, das ist wenig. Wirst du direkt einen drüber jetzt. Doch, hier geht's weiter. Hier geht's doch weiter. Hier ist die Kohle. Grab weiter, ja. Junge! Noch mehr Zwiebel, hilf mit. Nee, ich muss hier, ich mach Mais. Ja, faule Socke. Von nein, hier ist nicht halt gefunden. Hier unser. Bringt sowieso nichts zu zweit an einem Loch. Da haut man sich nur die gegenseitig die Fressen kaputt. Das ist wie im echten Leben bei Frauen. Niemals zu zweit an einem Loch. Da habe ich jetzt nur darauf gewartet. Also mit ich habe gedacht, machst du den oder ist das zu ja, hart genau. Für tagsüber? Ja, jetzt wisst ihr's. Ich meine, was heißt zu früh? Ich meine, hier im Büro sitzen ja noch andere Leute. Ach so. Da solche Sprüche bringen. Alles klar. Wirst du mal schief angeguckt. Leute, ich nehme jetzt schönes Auto auseinander. Schönen weißen Coupé. Hast du denn überhaupt einen Werkzeugschlüssel? Ja, sicher. Ja, sicher. Nein. Mein Werkzeugschlüssel nenne ich Hammer. Also hast du keinen. Das Schneidbrenner. Doch, habe ich, du Spacko. Da ist wieder eine Scheune hier hinten. Ich denke, wir wollen zum Chalet gehen. Ja, ich sage ja nur, hier Chalet ist eine Scheune. Chalet ja, Le Zwiebel. Le Zwiebel. Oder machen wir das in the next Folge, because this Folge ist already fast um. Naja, 18 Minuten, ja. Das stimmt. Ja, machen wir den nächsten. Ja. Okay. Boah, auf jeden Fall haben wir die Namen. Wollen wir uns schon mal in die Richtung begeben? Falls nein, hier ist doch noch ganz viel Mais. Also auf jeden der Fall. Der Mais wird jetzt erstmal abgebaut hier. Ja, hier ist auch ein Wolf, Freunde der Sonne. Kann mal jemand mit einer richtigen Knarre kommen? Ja, wo denn? Direkt hier an der Straße, an der Kreuzung zwischen den ganzen Maisdingern. Müsstet mich eigentlich auf der Karte sehen. Kamine ist da, komm mal zu mir. Komm mal zu mir, genau. Du stehst doch direkt neben mir. Mal da in die Richtung, in die ich gucke. Ah, da. Oh, man muss erst mal nachladen. Ja, ich habe auch keine Pfeile mehr am Start. Ich habe gar keinen Fernkampf. So, da ist er tot. Nehmt ihn auseinander. Fleisch, machst Leute. Du mir Fleisch. Ne? Ja, ich nehme ihn auseinander. Mal. Boah, hier ist ja noch ganz viel Mais. Alter. Ja, hier ist richtig. Wir könnten theoretisch auch Spuren legen. Ja, also wir essen so viel Mais, wir legen Spuren im Endeffekt damit. Allerdings. Verstehe ich nicht. Naja, Mais. Zumindest wenn du nicht kaust. Ja, der Mais ja kommt ja so raus, wie er reingegangen ist. Ach so, verstehst du? Ich hoffe, du benutzt nicht die Eisendings hier für Zwiebel. Was? Natürlich. Warum? Warum nicht? Das geht genauso schnell mit der Stein und dafür brauchst du kein Reparaturkit fürs Maisernten. Ich dachte nicht für den Mais, der haut hier auf den ja, ich meine das Maisernten. Was? Nicht, nein, das meine ich natürlich mit der Steinaxt. Ich habe aber gerade ein Eisenvorkommen. Gut. Ja, mach weiter mit Zwiebel, komm. Hier ist auch noch ein Eisenvorkommen. Du haust mich doch bloß wieder. Leute, hier ist auch noch ein Eisenvorkommen. Okay.
Das nehme ich mal auseinander. Was halt geil wäre, wenn wir irgendwie jetzt hier irgendwo einziehen könnten, vielleicht über Nacht oder so, in der Scheune oder so, und uns da vielleicht ein was zu essen kochen könnten. Verstehst du? Das können wir nicht, wir können doch so ein Lagerfeuer, können wir doch hier machen, oder nicht? Ja, ich weiß nicht, kann man im Lagerfeuer kochen? Aber, ja, macht er doch die ganze Zeit. Ja, sorry, habe ich mich jetzt falsch ausgedrückt, aber da brauchst du doch Kochgeschirr dafür, oder nicht? Ich glaube, für den Eiskolben weiß ich nicht, was man dafür braucht. Ich krieg mich trotzdem mal. Also hier ist nämlich ein richtig... Alter, hier gibt's noch mehr Mais. Ja, hier ist alles voller Mais. Ist doch geil. Ja, klar. Aber wäre halt geil, wenn wir den gleich kochen können, weil ich nämlich übelsten Hunger habe. Ja, ich auch. Wir müssen eh gleich nochmal zurück, bevor wir, glaube ich, zum Schloss gehen. Oh, echt jetzt? Ja, aber ich habe nicht genug Essen mit. Nee. Mein Essen ist jetzt leer. Aber ihr habt doch die ganze Zeit Mais jetzt abgeerntet hier. Ja, den kannst du aber roh nicht essen. Oh mein Gott, was kriegst du nicht mit? Den musst du ja kochen, leider. Das ist ja das Problem. Ja, warte mal, da brauchen wir doch bloß ein Lagerfeuer und einen Kochtopf. Und der Kochtopf, achso, den müssen wir wieder an der... An der Werkbank machen, oder? Der Schmiede. An der Schmiede musst du den schmelzen. Ah, okay. Weißt du, einfach zurück, es ist ja nicht so weit. Wir haben auch einen im Inventar, in der Kiste, in der Basis. Ja. Ja, da bringt uns auch nichts. Wir müssen eh zurück. Außerdem können wir eh mal abladen, bevor wir zum Schloss gehen, würde ich sagen. Aber hier sollten wir nochmal hin. Also hier kann man bestimmt noch ziemlich gut finden wir in, ja wieder. In der Scheune plündern. Kann man sich so Map-Marker machen eigentlich? Doch, man sieht's schon. Doch auf der Map. Also, ja, ich weiß, wo es ist. Wegpunkt speichern. Ah. Hat das jetzt gemacht? Nö. Ich sag's euch, Wegpunkte sind für Idioten. Ah, nee, du musst einen Rechtsklick auf die Map machen. Wegpunkt speichern. Was für ein Symbol. Welt. Und da bin ich halt ein Idiot. Ja. Ich nutze doch nur die Sachen, die mir das Spiel hier ermöglicht. Du Idiot. So, ich gehe jetzt mal zurück und lad mich ab. Würde ich sagen, oder? Okay. Dann kochen wir uns alle 20 Maiskolben und dann geht's ab zum Schloss. Yep. So. Hier genau geradeaus, Leute. Ja, aber ich gehe über die Brücke anstatt durchs Wasser. Oh, da ist ja noch ein Haus dahinter. Ich gehe mal den straighten Weg, Leute. Ja. Und straight up. Waren wir hier nicht schon mal bei diesem Ding? Nee. Nein? Dann sehen die vielleicht alle ähnlich aus. Mhm. Weißt du, dieser Buchladen, dachte ich jetzt. Brauchen ja, wir eigentlich das noch? Ist aber auch noch. Also, ist ja auch noch eine Alpha. Brauchen wir eigentlich noch Federn oder schießt du damit gar nicht mehr? Doch, doch, ich brauche Federn. Damit sind meine Bolzen. Okay. Dann nehme ich die Nester mit, die mir begegnen. Das wäre scheißfreundlich. Oh, ich habe jetzt nur noch ein Drittel an Energie, also an Ausdauer. So einen Hunger habe ich. Stell dich nicht so an. Ja, ihm. Du stehst hier der ganze Zigarren. Gar nicht wahr. Also aus jetziger Sicht würde ich bestätigen, da der Brief vor Auto. Mir ist, ja. Dass der straighte Weg einfach durchs Wasser durchlatschen schneller geht als die Brücke. Ja, und ich habe noch was geerntet und einen Zombie erlegt. Auch noch? Nee, Zombie gehört. Erlegt nicht, wollte ich, stimmt. Ah, mit deiner lautlosen Methode. An! Oh, hier ist einer, hallo. Hallo Uschi, der fehlt ja der halbe Kopf. Jetzt fehlt er ganz. Ja. Ja. Oh, ich bin überladen. Kacke. Hier ist Eisen. Soll ich es noch mitnehmen? Ja, können wir machen. Wenn du noch was tragen kannst, ich bin leider voll. Womit bin ich denn jetzt überladen? Mit Heidelbeersamen, okay. Dann sollten wir uns wirklich mal überlegen, jetzt was anzubauen.
Also Chalet wird nach hinten geschoben. Nein. Nee, nächste Folge nicht. Geht's ins Chalet. Le Zwiebel. Le Zwiebel. Macht er aber gut. Aber eine sehr ergiebige Jagd. Kann man sagen. Ich bin voll. Hallo Heimat, lieber Tee. Oh, 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 oh. Das war deine eigene Schuld. Du bist, ich habe mich nicht bewegt. Ja, ist ja gut. Ich sag ja gar nichts. Ich habe nur Au gesagt. So, mehr Lust habe ich jetzt nicht. Komm. Okay. Back to the base. Ja. Yep. Das ist hier so ein Schatten. Na. Wie? Aber denke mal dran, wo Schatten ist, ist auch Sonne. What the fuck ist denn hier los? Was ist denn, wo denn? Hier ist bei mir einfach, wo ich jetzt gerade stehe, ein riesiger Schatten. Ah, nee, jetzt sind. Ne. Manchmal sind da Bäume und manchmal nicht. Ja, ich aber weiß, die buggen ein bisschen rum, irgendwie, keine Ahnung warum. Vielleicht ist da einfach die Baumdichte ein bisschen zu hoch. Ja, ich glaube auch. Ja, das hatte ich nämlich in einer der letzten Folgen auch. Beim Hinlaufen war nichts und dann guckst du einmal anders und dann, zack, war der Wald da. Hm. Fehler kann ich bis jetzt nicht. Kannst du nicht bedingen. Reproduzieren? Nee. Alles klar. Aber da es sich um eine Alpha handelt, schreib doch mal ein Ticket an den Entwickler. Vielleicht sind die da euch dankbar dafür. Das große Problem ist, ja, dass offensichtlich ja Weißkolben kochen Flaschen verschwendet. Beziehungsweise zernichtet. Stimmt, kann man die denn machen, Gläser? Ja, Flaschen kann man machen aus Glas, was man in die Schmelze packt. Glaskrug. Sand und Lehm braucht man dazu. Ja, Glas schwer, also Sand in die Schmelze. Ja, Sand und Lehm. Haben wir Sand? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, haben wir, glaube ich, ein bisschen. Also ich habe 634 Blei gesammelt. Ich habe 1800 Eisen. Gib mal die ganze Kohle her, bitte. Kohle 59. Wie viel? Kohle und Nitrat brauchst du, bitte. Ja, hast du Kohle? Wohin muss das? In irgendeine einfach Bank? Hier, nee, einfach mir geben. Einfach Mähne vor die Füße schmeißen. Wo soll ich das Eisen tun? Ist da noch Platz für hier? In die Schmiede. Da ist gerade belegt, glaube ich. Da ist Lehm und Blei. Hast du schon was? Das ist alles an Kohle. Oh, das war ein bisschen schmal auf der Brust, Freunde. Mike, es tut mir leid, Leute, aber ich muss jetzt hier was essen. Ich linke schon rot. Hau rein. Wir müssen halt irgendwie, muss ich Glaskrüge herstellen. Ja, dann, ich glaube, zerbrochenes Glas. Da kann man kann sich mit zerbrochenem Glas kann man sich selber töten. So war das, genau. Echt? Sand und Lehm steht hier, braucht man. Sand und Lehm, genau. Aber woher kriegen wir Sand? Haben wir Sand? Bruchsand haben wir ein bisschen. Aber da steht nur Sand. Ja, aus Bruchsand muss man, glaube ich, auch. Ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Habe ich die jetzt, weil ich zu viel Mais gefressen habe oder was? Ja. Was? Also aus Bruchsand kann ich. Nee, da kann ich nur Kies herstellen. Vielleicht meinen die das. Warte mal, ich probiere es mal gerade. Lehm und Bruchsand habe ich jetzt im Inventar. Wo muss ich das denn reinhauen? Dann muss man mal gucken. Ich glaube nicht, dass er das in die Schmelze. Hier, ich schmeiß dir mal noch ein bisschen Bruchsand hin, dann haben wir alles an einem Ort. So, und ich mach. Gerade hier das Zeug raus. Oh, dauert nur 20 Minuten, das Schießpulver. Verdammt. Echt? So lange? Also. Ja. Okay, dann machen wir doch mal Folge zu Ende, oder? Ja, du warst. Ja, genau. Also, nach einem erfolgreichen Beutezug nehmen wir uns dann vielleicht in der nächsten Folge dann das Chalet Zwiebel vor. Und wir gucken mal, was da so ist, wenn wir denn überhaupt dahin kommen. Ich glaube, wir erfrieren schon auf dem Weg dahin, aber wir werden sehen. Wenn du Bruchsand in die Schmelze schmeißt, dann kommt da Sand raus, offenbar. Aha. Dann musst du dich mit Lehm vertüdeln. Aber ich verstehe jetzt trotzdem noch nicht, warum ich die nicht. Ah doch, jetzt fertige. So, okay, also, so kriegen wir bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Dinger. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.